Guten Morgen und ein freudiges Hallo zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute den 14.10. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof, zur Frankfurter Buchmesse. Ich werde in der Bahn noch leicht mein Make-up weitermachen, aber nur ganz dezent, weil ich ja ein Rei Ayanami-Cosplay mache von Neon Genesis Evangelion. Ich wollte eigentlich erst den Body anziehen, aber den kann man unten nicht öffnen, deshalb ist es richtig unpraktisch. Deshalb habe ich jetzt das Schulmädchen-Outfit von ihr an. Auf der Messe und der am Eingang hat mich gleich gefragt, ob ich Kontaktlinsen drin habe. Da habe ich gemeint, nein, das ist natürlich meine natürliche Augenfarbe. Das ging übrigens total schnell und einfach. Es gab gar keine Probleme und jetzt noch keine Schlange. Wir haben ca. 10 Uhr und es ist noch nicht so viel los, Gott sei Dank. Ich wollte euch noch erzählen, dass ich meine Kontaktlinsen von eBay bestellt habe und die Perücke auch. Die hatte ich auch schon beim Chloe Life is Strange Cosplay an. Dann habe ich das Oberteil von meinem Clannad Cosplay, als ich die Kyo gecosplayt habe, an. Und der Rock ist von meinem neuesten Lucy Cosplay. Die Buchmesse ist echt riesig. Ich glaube, ich bin jetzt endlich auf dem richtigen Weg zur Cosplay-Halle. Wow, was für wunderschöne Schwerter. Ein Traum für jeden Cosplayer hier, ich sag's euch, ihr könnt alles kaufen. Oh, wie süß, von Sailor Moon. Der Anime ist super, kann ich euch nur empfehlen. Und One Punch Man. Diese bunten Lamas dürfen auch auf keiner Buchmesse fehlen. Oh nein, es sind Alpakas, glaube ich. Wisst, ob das Lamas oder Alpakas sind oder was ganz anderes, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich sage dazu ja immer Lama, aber ich glaube, es sind Alpakas. Ganz viele schöne Outfits. Sailor Moon, Schulmädchen-Outfits. Ich habe auch zu Hause so viele Sachen, muss ich sagen. Und ja, aber ich könnte hier alles kaufen, ehrlich gesagt. Es gibt hier so viele schöne Sachen. Und hier gibt es richtig schöne Corsagen. Vor allem diese Steampunk-Corsage ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben noch so viel mehr. Wunderschöne Kimonos. Und so schöne Lichter. Ich liebe ja Figuren und hier gibt es so, so unglaublich viele. Wow, diese Masken sind auch richtig cool. Oh, wie süß, ein Rick von Rick and Morty. Diese Pokémons. Ich sah noch so eine Lösung.
die Dragon Ball Figuren drehen sich hier sogar. Hier oben finde ich auch richtig, richtig geil. Wenn man Ghibli-Fan ist, ist das hier ein Traum. Hier haben sie richtig süße Hausschuhe. Oh mein Gott, wie süß ist einfach das. Ich habe mir so eine Dose zu kaufen, weil ich weiß gar nicht, ob mir sowas schmeckt. Und dann steht sie eh nur zu Hause rum und ich habe so viele Sachen, ich darf nichts kaufen. Aber der ist so süß, Relaxo ist mein Lieblings-Pokémon. Sind jetzt schon ein paar Stunden drin. Bin jetzt hier draußen bei der Buchmesse. Und ich muss sagen, ich vertrage die sehr gut. Ich sehe durch die auch super gut und ich finde den Effekt echt toll. Die haben ein super gutes Rot und sehen echt krass aus. Also werde ich mir noch den Cosplay-Wettbewerb angucken, nämlich die DCM. Und danach möchte ich noch zu Dr. Eckert von Hirschhausen. Der gibt hier draußen eine Lesung. Den ich bei eBay bestellt habe. Dazu habe ich noch die Lanze des Longions.